Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Ich werde mir heute einen Kopfhörerständer bauen. Ich hatte vor 3 Jahren schon mal einen gebaut. Sehr primitiv, sehr einfach, nicht schön. Heute werde ich es etwas besser machen, hoffe ich zumindest. Und zwar ein schöneres Material, Nussbaum. Das hatte ich mir bei einem Holzhändler so mitgehen lassen. Nein, Quatsch, ich habe es für kleines Geld habe ich das mitgenommen. Und allerdings ist das Problem, dass das kippelt. Also das ist jetzt nicht plan. Und das müssen wir natürlich planhobeln. Ich habe keine Abrichte, also machen wir das wie? Mit einem dicken Hobel. Vor kurzem hatte Jonas Winkler eine Technik gezeigt, die gibt es eigentlich schon seit längerer Zeit. Noch vor meiner YouTube-Zeit hatte ich das mal hin und wieder mal bei den Amis gesehen. Und dafür habe ich mir jetzt eine Multiplex-Platte genommen, die schön plan ist, eine ebene Fläche hat und hinten eine Leiste dran geklebt, getackert. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was kippelt denn hier? Welche Seite ist es? Hier auf der Seite nicht, auf der Seite. Wenn ich jetzt hier drücke und das hier plan ist und auch hier die Ecke, dann bedeutet das für uns, dass wir hier unterfüttern müssen. Und dafür habe ich mir auch einen dünnen Streifen zugesägt. Das lege ich mir dann hier drunter und kontrolliere, ob das jetzt kippelt. Nein, ganz wenig. Also es ist kaum zu spüren. Wenn wir dann hier alles schön runtergehobelt haben, können wir das Werkstück einmal umdrehen und dann auf die plane Seite legen und dann die andere Seite runterhobeln. Das Ganze werde ich jetzt fixieren mit doppelseitigem Klebeband. Erst hatte ich an Heißkleber gedacht, aber das wird dadurch dicker und das würde dann in die andere Richtung kippeln. Legen wir uns das jetzt genau an der markierten Stelle drauf. Mit dem Hobelergebnis bin ich zufrieden. Es ist auf jeden Fall plan und hat eine sehr schöne glatte Oberfläche. Bis auf die 2 Hobelschläge, die stören mich jetzt im Moment nicht, weil wir daraus sowieso Leisten zusägen werden. Ich habe mir 2 Tischlerplatten genommen, die miteinander erstmal verschraubt und habe mir eine Form aufgezeichnet. Wie ihr sehen könnt, habe ich erstmal hier gerade Linien genutzt, angezeichnet. So wie es mir jetzt gerade passt, also von der Höhe her. Und auch hier unten habe ich mir eine Linie angezeichnet, oben genauso. Dann habe ich mir etwas Rundes genommen, in dem Fall habe ich mir jetzt diese Dose genommen, mir diese Linien, da wo sich die Linien treffen, an den Seiten, habe ich das Ganze einfach drumherum angezeichnet und dasselbe eben auch hier. Ja, und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier das sauber ausschneiden, zusägen. Nehmen wir das mal auf. Keine Falten. Die übertragen sich wirklich sehr schnell auf das Holz, was wir nachher biegen wollen.
Dann haben wir Abdrücke. So sieht jetzt die Form aus. Wir haben da unsere Löcher reingebohrt, damit wir nachher mit den Zwingen schön rein können und an jeder Ecke dann, an jeder Fläche quasi mit den Zwingen drumherum ordentlich festziehen können. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Zuschnitt der dünnen Leisten. Wiederholgenaue dünne Leisten brauchen wir. So, jetzt brauche ich hier einmal den Winkelanschlag, der ja in jede Richtung neigbar ist. Jetzt sehen wir hier den Abstand zum Sägeblatt, circa 2 mm. Das könnt ihr natürlich auch überprüfen. Ihr könnt euch das Holz jetzt so nach Gefühl erstmal hier ansetzen und das Ganze mit einem Messschieber, Schieblehre, wie auch immer, könnt ihr das hier ausmessen am Sägezahn. Ich habe hier 2 mm. Das lasse ich so und jetzt gehe ich nämlich mit dem Anschlag leicht an das Holz dran. So, ziehe mir das fest. Es darf jetzt nicht zu stramm sein, dass wir dann nachher nicht mehr dran vorbeikommen. Jetzt wie in dem Fall, es darf nicht zu eng sein und auch nicht zu locker sein. Und dann können wir nämlich loslegen. Die Leisten, die sind jetzt zugeschnitten, alles gleichmäßig auf 2 mm. Die Form, die ist soweit fertig. Zwingen habe ich auch vorbereitet. So, und jetzt nehmen wir uns einmal Leim. Wir legen uns das jetzt mal schön hin. Die Form werde ich mir hier an die Werkbank nochmal festziehen. So, jetzt nehmen wir uns mal eine Zwinge, machen das leicht fest,
So, dann hoffen wir doch mal, dass das alles in Form bleibt und dass sich dann nichts mehr bewegt in den nächsten Stunden. Das werden wir jetzt mal über Nacht schön aushärten lassen und hoffen, dass es morgen dann schön steinhart geworden ist. So, jetzt geht's weiter mit dem Fuß. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier eine Linie angezeichnet. Da soll ein winkliger Schnitt rein. Wenn wir jetzt den Parallelanschlag hier ranfahren, so, dann ist das erstens hier viel zu eng und zweitens, das Ganze hochkant durchzuführen, wird extrem gefährlich sein. Deswegen habe ich mir mal auf die Schnelle eine Vorrichtung gebaut. Das zeige ich euch mal so. Der kommt dann hier auf den Parallelanschlag, der ist natürlich passgenau, das wackelt nicht. So, und dann werden wir uns das Holz hier befestigen, mit zwei Zwingen befestigen und dann fahren wir nämlich das Ganze mit dem Holz zusammen einfach durch das Sägeblatt. So, den Winkel, den lasse ich jetzt. Hier habe ich mir 60 Grad eingestellt und werde mir jetzt auch noch die Ecken noch absägen. Ich habe mir da jetzt so ein x-beliebiges Maß genommen. Vorne werde ich das Ganze jetzt immer ein bisschen kürzen. Das gefällt mir so nicht. Und werde hoffen, dass es vielleicht ein bisschen besser aussieht, weil die Winkel, die sehen meiner Meinung nach viel schöner aus.
Ich habe noch zwischenzeitlich hier eine Aussparung reingesägt für den Kopfhörer. Allerdings war mir das ein bisschen zu tief und habe dann hier so ein selbstklebendes Schaumstoff draufgeklebt. Das ist ein sehr schönes Material, was schön weich ist. Und darauf kann dann der Kopfhörer hängen. Und jetzt kommen wir zum Finish. Dafür nehme ich mir so ein Hartwachsöl. Tu mir was hier auf den Lappen drauf. Schön gleichmäßig einreiben, nicht zu viel, sonst müsst ihr nämlich am Ende jede Menge abwischen. Dafür, dass es ein kleines Projekt ist, war der Aufwand meiner Meinung nach schon groß. Allein schon die Vorbereitung für die Formverleimung, die Schablone herzustellen. Es hat etwas Zeit gekostet. An der Grundplatte, da habe ich mich zweimal verschnitten. Passiert schon mal, ist aber meiner Meinung nach trotzdem gut geworden. Dadurch, dass ich das jetzt gekürzt habe, sieht das Ganze nicht mehr so klumpig aus. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Auch mit dem Hartwachsöl hat das einen schönen Glanz bekommen. Eine schöne glatte Oberfläche. Hatte ich ja bis Körnung 320 geschliffen. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit dem Ergebnis. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!